drücken, also Selbstausdruck entfalten. Da ist natürlich am Anfang steht die Scheu vor der Fotokamera und die Angst. Also denjenigen da abholen, wo er wirklich, ist ja nicht bei jedem gleich, ne? Da, wo er steht. Und du kannst es auch nicht nach einer Methode machen, weil ich eben komplett, also ich mich komplett auf den jeweiligen Menschen einstelle. Und das mit einer wirklich so einer High-Class-Photography, also einem guten klassisch-fotografischen Können, kommt das natürlich, ja, wirken die Bilder eben anders. Jedenfalls ist es dieser emotionale Moment, den der Betrachter spürt. Das wird es sein. Warum die immer sagen, ja, die Bilder sind so anders und als wenn man mitten in dem Bild drin steht. Deswegen ist es ein Prozess, ne? Weil es verschiedene Stufen hat. Über mindestens einen Tag hinweg, aber ich arbeite ja, ich habe ja Pakete, die ich anbiete, also mindestens 2 Tage. Einmal die Vorarbeit, wo nicht unbedingt die Kamera immer dabei ist und dann kommt der richtige Session-Tag, wo man dann erst gestylt, Haare und alles. Ne, aber vorher arbeiten wir halt an diesen Mustern und an vielen anderen Dingen, die sich da melden und Marketingstrategie, wofür soll es eigentlich sein? Wenn man allein schon Fotoangst hat, dann muss man halt bei -0 anfangen, sag ich mal so. Mhm. Und wenn es ein Kameraprofi ist, dann ist er meistens Profi im Verstellen, also im Posen vor der Kamera. Und dann hast du es fast noch viel schwerer, als wenn du Menschen hast, die überhaupt nicht die Kamera gewohnt sind. Viele sind aber auch nicht bereit, so viel Geld auszugeben. Ja, dann findet das halt auf einem anderen Niveau statt. Und wenn du aber ein anderes Niveau haben willst, dann A, musst du dann Zeit mitbringen, Geld ausgeben und dich mit der Materie befassen wollen. Und ich weiß, dass meine Kunden die Umsätze damit gesteigert haben, bis teilweise verdoppelt und mehr. Das sind die Rückmeldungen und ich habe ja auch viel für heute bekannte Stars gearbeitet, als sie noch nicht bekannt waren. Da habe ich ja auch dazu beigetragen, dass die in der Öffentlichkeit sich entsprechend darstellen können. Es kommt auf den Anspruch an und darauf kommt es natürlich an, dass Menschen wissen, dass es so eine Art der Fotografie gibt. Aber dass sie eben nur bei mir gibt in dieser Kombination. Das ist eigentlich das Hauptding von meiner Arbeit, von meinem Prozess, dass ich die Leute in diese Offenheit, also in ihre eigene Sprache, in ihren eigenen Selbstausdruck, ihnen da hineinhelfe. Wenn die Emotionalität und der Selbstausdruck der Menschen, die fotografiert werden, freigelegt ist, sag ich mal so, um es mal so auszudrücken, dann sieht der Betrachter das auch und spürt es.